Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Abend hier in Train Driver 2. Ich glaube, die Musik mache ich mal ganz dezent ein bisschen leiser für mich. Ich hoffe, der ist nicht zu laut. Gerne da Feedback in den Chat, ob das so passt oder ob sie lauter oder leiser sein soll. Ja, wir sind hier in Kretzminise oder so. Garantiert falsch ausgesprochen, wie immer bei mir. Und das Besondere an diesem Stellwerk ist, es ist ein SPE-Stellwerk. Das ist das, was ihr rechts unten in der Einblendung seht. Und SPE ist SZS sehr ähnlich, aber SPE ist dem, was sie in echt verwenden, viel näher. So, wir haben einen Zug da. Der muss ausfahren. Aus dem gebe ich auch gerade mal die Ausfahrt. Und dann kommt gerade der nächste. 13504 von NH ist frei. Ja, vielleicht ein ganz kleinen Tick lauter. So. Ja, ich habe die Station ein bisschen aufgewärmt, damit wir ein paar Fahrpläne haben, wenn wir hier starten. Und er ist ja eben gerade reingekommen und jetzt kommt gerade schon der nächste. Das Besondere an der Station ist, rein zur Erklärung, links haben wir quasi doppelgleisig, also zweigleisig, was da reinkommt. Links unten, da wo der Pfeil jetzt in die Station rein zeigt, das ist eine Dieselstrecke. Rechts unten ist auch eingleisig, elektrisch. Und rechts oben ebenfalls eingleisig, elektrisch. Und rechts oben hat einen ganz besonderen Fall. Denn rechts oben gibt es eine Langsamfahrstelle mit 40. Und sehr viele Spieler übersehen das mit der 40. Das ist eine Brücke. Wir werden uns dann gleich nochmal ansehen. Und den Gleisen da. Das heißt, man kann dann immer ein bisschen zählen, wird er dann, also wie viel sind da schon in Gleis oder nicht. Und dann haben wir hier noch drei Abstellgleise. JT8, JT6, JT4. 8 und 6, da können Leute sogar sparen. Das sind die Gleise hier. Alles voll elektrisch. So. Erst am Abfahren, das heißt, ich kann ihn mal abstempeln. Wunderbar. So, aber erstmal zu euch. Wie geht's denn euch? Seid ihr in FDL-Laune? Jetzt an diesem wunderbaren Dienstag. Ich glaube, da mache ich mal ein schönes Foto hier. Vielleicht so. Perfekt. Ja, wir haben auch noch Abstellgleise. Beziehungsweise, wir haben noch eins. Das ist das hier. Keine Oberleitung. Entsprechend haben wir hier einen WK, der das hier sperrt, der offen ist. Warum bist du offen? Jetzt nicht mehr. Und da kann man hinten noch reinziehen und kann dann quasi hier in diese kleine Gruppe reinfahren. Hat seit ein, zwei Handweichen hier. Werden wir aber vermutlich nicht brauchen. Schade, dass da das Gleis weg ist. Hätte man wirklich was Schönes abstellen können. So, für den nächsten Typen, der von rechts unten kommt, machen wir schon mal die Fahrstraße. So, und es ist der Kollege 13054. Der muss noch wie Jevo nach WD. Bis der da ist, schauen wir uns mal ganz kurz den Gleisbereich hier hinten an. So, sagen wir, dass er alles super gemacht hat. Und Daumen nach oben, wie sie es gehört. Der andere kommt eben von der Strecke da unten. Einmal pfeifen hier. Und ich glaube, die Langsamfahrstelle ist da gerade um die Kurve. Rangierende. Da ist Signal. Und ich meinte, es ist diese Brücke da, wo du nur mit 40 drüber brettern darfst.
Wer nervt? Keiner nervt. Ah doch, jetzt. Bloskova Poldenok. Ja, der darf sperren. Sieht aber... Okay, Brücken sind doof. Da ist der Übergang. Na gut, also das wird noch spannend. Also ich würde mal wetten, dass mindestens ein Zug, der nach da oben fährt, entgleisen wird. Uhr funktioniert. Unsere Hütte war irgendwann mal mechanisch. Jetzt aber nicht mehr. BKB Cargo 2019. Bavoa. Man nennt es Bogen, nicht Gruppe bei der Eisenbahn. Pff, ist doch alle das Gleiche. So. Bloskova Poldenok. 35419 fährt auf Anschluss NH. Das heißt, wir müssen der Kno fragen. Ich weiß sogar, wer da drin sitzt. Hier haben wir die Einfahrt. ...20:40 Uhr hat der erst Abfahrt. Ja, gut, das könnte an, bis der da ist. So, gebt mir übrigens Info, wenn links unten die Fahrplananzeige rumspackt. Die soll eigentlich schön animieren, wenn was passiert. Oder wenn eine Änderung kommt, aber wenn sie dann irgendwo zwischendrin stehen bleibt, bitte kurz sagen. Da muss ich das Fenster mal ganz kurz anklicken und dann geht's wieder. Weil irgendwie will er nicht weitermachen, wenn man keinen Fokus mehr auf dem Fenster hat. So, für alle, die OMSI spielen wollen, hätte man OMSI-Bus. Das kleines Easter Egg. Schaut mal den Fahrer an. Schön zensiert hier. Fährt leider nicht. Wäre ein schönes Detail. Ja, ich glaube, das heißt so viel wie Stromleitung nicht anfassen. Tut weh. So. Moinsen, Kollege. Das schauen wir uns jetzt mal hier vom Posten an, weil das sieht ziemlich geil aus. Wenn die da hinten einfahren. Ja, ich glaube, das wird halbwegs eine ruhige Schicht heute. Aber das kann sich bei Train Driver 2 ziemlich schnell ändern. Und wir werden dann, glaube ich, mal den Spawn aufmachen. War jetzt 2020, haben wir die Einfahrt von ihm hier. 2037 den nächsten und 2145 wäre dann der nächste Express. Eigentlich können wir jetzt schon aufmachen. Allow Spawn. Also wenn jemand möchte, hier kann man mit so ziemlich allem rein. Dann gibt es einen Fahrplan. Oh, mal kurz ein Schlückchen trinken. Ich habe damit mir gehadert, ob ich nicht doch ein größeres Stellwerk mache oder wirklich ein Stellwerk mit Haufen Abstellgleisen etc., wo man ein bisschen Spaß haben kann wie mit Rangieren, so ähnlich wie das letzte Stellwerk. Aber ich dachte, ich zeige mal SPE her in Action und da ist das Stellwerk ziemlich nett. Aber auch nicht ohne. Ich meine gerade als mehr Klingel da. Achso, das war die Auflösung. Ja, gerade als LG muss man dann schon aufpassen, wo schickt man was hin, auf welchen Anschluss. Und natürlich auch immer schön anfragen bei den Eingleisigen. Und wenn man Züge farmen will, ist das halt ideal, weil man hier quasi wie so eine Anschlussstation ist für die ganzen Eingleisigen.
Moin, Kollege. So, der ist am Einfahren. Geplante Ausfahrt in 2 Minuten. Nach Vievo MO. Und dann geben wir ihm das mal ganz kurz. Vievo MO. Anfrage läuft. Und angenommen. War das eine kleine Verspätung, gerade wieder rausgefahren. Komm, bleib stehen. Musik? Musik, was ist mit dir? Ah, da kommt sie. Wunderbärchen. Ja, netter kleiner Verband hier. Kann man machen. Telefonieren funktioniert besser mit einem echten Telefon. Just saying, ne? Ach, lachen wir nach vorne. Braucht jemand Kohle oder Holz? So jetzt in der Energiekrise? Ich hätte da ein bisschen was rumstehen. So, mein Junge, 1 Minute noch. Aber wisst ihr was? Wir machen nochmal den. Entschuldigung. Den Tag-Nacht-Modus mit rein. Ein Scale von 12. Dann wird's hier mal Tag und Nacht. Irgendwann will was hören, nimmst du den 661201. Wer ist denn das? Yoshi. Warte mal, der kommt von WD. Von WD kommt erstmal noch was anders. Noch gesperrt dann auch schön. So. So, gute Fahrt hier. Können wir dich mal kurz abstempeln. 1 Minute Verspätung. Das geht ja noch. Ach, der Jack sitzt da drin. Oh. K.O.-Meldung vergessen. Was schreibt der da? Google Übersetzer, übersetze mal bitte. Einen friedlichen Service, sagt er da. Nee, Yoshi, geht nicht. Siehst du selber. Dafür kann ein anderer. Musste warten, musste warten. So, Fahrplan. WD, WD und dann einmal NH. 40 Abfahrt. Hm. Ja, von mir aus. Nach dem Zug, wenn du es eilig hast. Du bist dann höchstwahrscheinlich nur im Fahrplan, oder? Fahrplan steht nicht gut für den Yoshi. Schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwie Easter Eggs oder so finden. Naja, sieht nicht so aus.
Ach nö. Da ist ein Zug. Ein Barwagen. Servus. Analyse. Bin bereit. Geh mal ins Häuschen rein. Da fühle ich mich sicher. Oh, das ist aber ziemlich bunt gemischt hier. Mal schauen, wird vermutlich ein Post B. Ist meine Vermutung. Oh. Ich hab da was vergessen. Die Alerts laufen nicht. Oh. Falls ein Alert kommen ist, tut's mir leid. Aber jetzt sind sie an. Gut, dass ich nochmal nachgesehen habe. Stream Labels, bitte einmal starten. Oh, Vorbereitung, ne? EP07, Regionalexpress, 45 Minuten bis eine Stunde. Alles klar. Oh, schauen wir mal. Fahrplan. So, was hat er gesagt? 120. Ich lasse mal über das Zweigleisige raus. Und jetzt basteln wir da mal was. Keine Ahnung, Zaniki. Zori. Warzowice Strum. Ah, warte mal. Ja, Warzowice Strumien. Otwoku. Er wollte maximal eine Stunde. Das heißt 21:30. Das wird gerade passen. Fuck, Abfahrt um 7:30, das geht sich nicht aus. 9:30. So. Ah, machen wir schnell ein Manöver hier. Ab zum Bahnsteig. Manöver ist frei. Los mit dir. Schreibt bitte jemand. 13.054, habe ich den? Nö, kann mir egal sein. Alles klar. Ah, Yoshi, wir fahren regulär. Den schickt man dann auf JT2 rein. Ich kann eigentlich für den aus Bluskova schon mal vorbereiten. In der Free 4. Wie heißt der? 354. Verschrieben 35419. Wo ist der? Biber. Na gut, hätte ich auf Deutsch schreiben können. Ist was ist. Mal schauen, ob es sich ausgeht mit Rangierende. Könnte sich ausgehen. Mal schauen, was er macht. Ich frage einfach mal ins Blaue. Joshua, schaust du den Stream an? Oh, es geht sich aus. So, Manöver de Tour.
Sehr interessanter Musikmix. Drückt mal, Jung. Komm rein in die Station. Da ist warm und kuschelig. So, was macht die Faltblattanzeige? Ja, die läuft noch. Betonung auf noch. Ah, ich glaube, ich werde mal die Musikplaylist ändern. Aber mit der bin ich jetzt gerade nicht so happy. Probieren wir mal kurz was anderes. Probieren wir mal die da. Oh, der nächste. So, Anfrage ist raus. Fängt schon mal schräg an. Was soll denn das? Otwoko fragt gar nicht an. Für Gegengleis. Nö, nix da. Da fragt man vorher. So, ist frei. Kno. Der fährt auf NH raus. SK. Jack, das machen wir nach Vorschrift. So, mal hier kurz die K.O.-Meldung. Nö, nö, nö. Da ist er ja. So, Fahrplan. Der hat Abfahrt um 40. 5 Minuten. Okay. Und der andere Kollege hat um 9:30 Uhr. Wird schon wieder angefragt. Ach, diesmal richtig. So, werd erstmal noch da unten rein. Jetzt bin ich dann voll. Der. Echt jetzt? Warum als Offline? Er meint, der Niki drin, sehe ich das noch? Jetzt, jetzt. Einfach offline gegangen. Ja, dann Ersatzsignal. Ja klar. so. Lässt er mich machen? Ja, okay, lässt er mich machen. Ja, es ist ein bisschen beschissen, dass sein Nicky da damit offline ist. Joshua. Ist offline. Du müsstest dann mit SZ auffahren.
Bisschen doof für den Fahrer, wenn man jetzt offline fahren muss, aber ist was ist. Doch, bei mir wird das offline anzeigt, Yoshi. Da? Uflin? Ja, offline. Damit kann ich nichts anfangen. Diesmal habe ich sogar Videoproof. So, gehen wir den beiden mal kurz da einmal nach oben. Da ist Biber drin. Ja, aber bei mir... Ja. Wie gesagt. Bei mir steht es als offline da. So konnte ich auch nicht verbinden. Also ich kann es nochmal neu laden, aber ich glaube, das bringt nichts. Ja, nach wie vor offline. Nö. Also wenn Biber wirklich drin ist, dann sag mal, ob er losfahren kann. Aber so muss ich es jetzt so oder so über SZ machen. Und kann nicht sperren, wenn das Stellwerk nicht da ist. Du bist bereit. Ja. Abfahrt wäre jetzt. Jetzt ist wieder da. Zaniki OL. So, können wir die Fahrstraße hier machen. Hier ist wieder online. Normale Fahrt. So, abgestempelt. Sehr gut. Plus, plus von mir. Viel Spaß. So, und der Kollege fährt auch ab, oder? Jo. So, im Chat nichts Neues. Okay. So, Yoshi, was darf's denn sein? Da kommt er. Mit dem Turbo-Kiebel. Ich glaube, der wird mich eiskalt überfahren, wenn ich hier stehen bleibe. Naja, machen wir lieber nicht. Gibt nur Stress. Lol. Ja, moin. So. Wie hat man Yoshi hier?
Was darf's denn sein? Cool, steht sogar da. Das ist Bobby. Und außer Bobby fahren wir 110 bis 21:30. Ja, das können wir machen. Schauen wir mal. Ossop. Da ist eine Nummer zu viel. 5 Ziffern, bitte. Dankeschön. Müssen wir jetzt kurz warten, bis es soweit ist. So, SWDR. Nee, natürlich noch nicht. Machen wir es jetzt. 21:51, 22:47. Alter, shit. Das dauert ja noch ewig lang. Achso, der wird die K.O.-Meldung vergessen. K.O.-Meldung gemacht. Ja, SWDR ist immer noch nicht bereit. Mikrorollen hier. So. SWDR. Geil. Jetzt so. Osterbos, gell? Ja. 110. Du fährst nach BY raus. Dann einmal über die Station. 48. Ja, passt schon. 1 auf 2. Oh, was zum Teufel? Nee, das machen wir nicht. Falevo auf zweigleisig. Schermin. Nö. Machen wir auch nicht. Dann nehmen wir was anderes. Alexandro vielleicht. Das ist schon besser. Einmal durch Otwoku. Was? Ach, Falevo kann ich wieder... Ach, Mann. Ende mit Otwoku ist okay für mich. Okay. Ich würde gerne mal aufs Zweigleisige kommen. Die gute LCS Clash Co. Und wenn wir jetzt da Twoku reinklatschen. Was wolltest du? 21? Geht das so für dich? Ist ein bisschen länger als 21:30. Passt. Ach nee, kannst du eh nicht geben. Warum? Weil Lisko. Oh. Oh Mann. Das kann's doch nicht sein. Ich brauche 1 auf 2. Da, das geht bis 23 Uhr. Alter, nee. Bravo, 1 auf 2. Dann, keine Ahnung, so wie Boa. Und Otwoku. Aber was sie mir verarschen? Warum? 12 Minuten pH und so wie Boa. Dann machen wir das. Einmal durch Gura. So, dann noch Otwoku. Das ist in Grabo, 27 Minuten. Alter, nein. Jetzt ist Grabo wieder beschissen. Oh, einmal da einen guten Fahrplan hinkriegen hier. Blaski. Lublinek.
Sobibor. Und dann Ochwoku. Oh, das passt genau. Mit, nochmal schauen, 21,30. 20,250. Okay. Hätten wir einen Fahrplan. So, Blaski LW bei BY. Blaski. Das ist der Track. Bla, 3, 4, 6, 6, 1, 2, 0. Abfahrt wäre um 2,50. Ja, da können wir schon mal anfragen. Ja, war Spezialfahrplan. So. Schauen wir, was er schreibt. Ja, ist frei. Blaski BY. Einmal in Stellwerk. B. Blaski LW. BBL. Einmal sperren. Moin, Brunok. So, dann können wir hier schon mal die Ausfahrt geben. Da hat es noch kleinste Jahrhundert. Sehr gut. Jetzt kommen die Fahrpläne rein. 59, 30, 51. Der kurz vor Schluss. Das hat eigentlich definitiv einen mega Fahrplan. Der fährt von 47 bis 23, 32. Ja. Er ist ein bisschen unterwegs. Mal schauen, ob er pünktlich ist. So, rein in die Hütte. Chat schreibt auch keiner. Also, wenn jemand von euch am Stellwerken ist, schreibt gerne euer Stellwerk in den Chat rein. Dann schaue ich, dass ich die berücksichtige beim Fahrplan erstellen, wenn ich einen machen muss. Ja, erstmal ruhige Schicht. Schön warten. Das ist heute mein vorletzter Abend in der alten Wohnung. Morgen gibt es Schlüsselübergabe. Und übermorgen startet der Umzug. Ich freue mich schon nicht drauf. Oh, ich bin so froh, wenn es vorbei ist. Umzug ist was Beschissenes. Andererseits habe ich einen Haufen Sachen weggeschmissen, was ich so irgendwie angesammelt habe. Also zum Thema Entrümpeln ist dann schon wieder eine gute Sache. Oh, 2,50. In einer Minute fährt der Yoshi weg. Die Türen gar nicht offen hat. Kann er da feinsteigen? Ah doch, da ist offen. War nur der erste, was zu ist. Steig mal lieber nicht ein, sonst fährt er nur weg. So, was wird da geschrieben? 421, 021. Na, geht mich nichts an. OG. Also können wir einen schönen Screenshot machen da. So, Screenshot gemacht. Einmal verewigt. Ja, Yoshi, Abfahrt.
Sind wir da wieder zu spät? Huhu, bin ein Waiter Fairgast Grin. Vielen lieben Dank für den Sub. Das ist wieder wenn. Was reibe ich vor? Der Zug fährt ab. Mitten Speedway. Ciao. Gute Fahrt. Mach's gut. So, einmal abstempeln. Oh, wer nervt da? NH für 90950. Ah ja. Free. Block. Schick ihn zu mir. Ich will die Züge haben. Und Obacht, Yoshi. Entgleisungsstelle da hinten. Und da kommt der Block schon. Ah, fuck. Kann er gar nicht. Ich muss erstmal drehen. Entschuldigung. Ah. Re-Block, play. Ciao. So, wo muss der Typ hin? Der fährt noch zweigleisig nach Liguta. So, dann fährst du mal hier rauf. Komm. Mach die Weichen, du schaffst es. Es dauert in SPE echt ein bisschen länger als wie in SZS. So. Hätten wir die Einfahrt. So, was macht meine Fahrplanansicht? Die lebt noch. Sehr gut. Ja. Okay. Kann ich eigentlich doch rauf? Nö, kann ich nicht. Aber ich kann rein. Oh, Fake-Kohle. Wird wieder gespart hier. Twitch Prime ist kostenlos. So, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Vielleicht gibt es ja irgendwas Interessantes da hinten. Ja, da hinten wurde dann der Deko gespart, würde ich mal sagen. Keine Deko mehr. Wo sind die Schönbauer, wenn man sie einmal braucht? Aber um fair zu sein, im Normalfall würdest du es da hinten... Interessant. Ja, so kann man das auch kuschieren. Da vermutlich NH. Okay. Und auf der Seite geht es genauso weiter. Okay. Gehen wir mal lieber zu den Gleisen. Da schaut es schöner aus. Da fand ich das Easter Egg bei der Station Hell irgendwie ganz nett. Wenn man da mal ein bisschen abseits geht, da hat es einen Swimmingpool, wo Pferde drin schwimmen. Sieht witzig aus. So, mein einziger Bahnübergang. Der bleibt dauergeschlossen. Da fährt heute nichts mehr durch. Ach was, ein Lidl? Polen hat einen Lidl? Okay. Kannst nicht ganz erkennen, was das sein soll. 2,39, minus 20%. Jelly-Tomaten, 3,99. Ich glaube, das sollen Bananen sein hier. Und das rechts könnten Orangen sein. Kein Plan. Das ist Gepäck.
Nee, das... Keine Ahnung, was das hier sein soll. Okay, rein in die Bude. Was, ich würde ja auch gerne online spielen, traue mich nicht, habe Angst, was oder alles falsch zu machen. Vielleicht würdest du ein komplettes Video machen würden, was man wissen muss und wo man vorgehen muss. Also ich habe ja eigentlich gar nicht so einen schlechten Starter-Ding gemacht. Und du musst auch gar nicht mehr so Angst haben von Multiplayer. Gerade wenn du als Elki einen Fehler machst, werden sich die Leute jetzt nicht gerade erstmal über dich herreißen. Die sagen es ja da meistens ja, was falsch ist. Und Deep Dive Tutorial. Ich muss ja mal schauen, ob ich das mal mache. Also wäre auf der Liste, aber wird so schnell nicht kommen, so ein Deep Dive Ding. Ich meine, wenn du es halt mal richtig trainieren willst, kommst du am besten auf unseren Discord-Server. Da veranstalten wir immer wieder mal den Fahrtag auf dem PL2. Das ist dann online, aber ohne Wertung. Und da kannst du dann fahren üben, mit uns zusammen. Und da bist du auch mit uns im Voice-Chat drin. Und da sagen wir dann, was gut ist, was nicht so gut ist. Also das kann ich dir nur so ans Herz legen, dass du vielleicht da mal mitmachst. So, der Margo ist da. Das ist der von NH, der will nach WD, also nach Ligota. So, der hat seine Abfahrt um 2 nach. Das ist zu Korn. Dann erstmal eine halbe Stunde nichts mehr. Ich hoffe, da kommt noch was. Oder spawnt, je nachdem. Spawn ist ja offen. So, bald wird es hier dunkel. Er ist schon sexy mit diesem Tag-Nacht-Zyklus in TD2. Gerade wenn man als Lokführer unterwegs ist, hat das schon was. Also ich stelle es mal gern so ein, dass man einer längeren Fahrt mindestens einmal Tag, einmal Nacht ist. Rein zur Abwechslung. So, nachdem der jetzt gleich wegzischt, werden wir für Ligota schon mal anfragen. Nein, ich will nicht das gleich sperren. Ligota. Auf SR. Ups, das funktioniert. Nice. Und jetzt müsst ihr jeden Moment da hinten auftauchen. Ich finde es immer so schön, wenn die da so reindüsen hier. Da ist er ja. Doppelkiebel. Mit allen beiden Panthers oben. Soll ich ihm sagen, dass er beide oben hat? Na, ich sag's ihm mal. You have both Panthers up. Bitte komm jetzt nicht auf die Idee, dass du alle beide zeitgleich runter machst. Oh, mach den vorderen runter. Ja, er hat's geschafft. Nice. Ja, ich würde mal sagen, alles so bis Level 3 hat irgendwie Welpenschutz. Außer du tust das echt grob verkacken, aber dafür muss man sich echt blöd anstellen. Ich meine, fahr einfach nicht über rote... Warum ist das so weiß? Fahr einfach nicht so schnell, fahr nicht über rote... Okay, es ist schon rot. Über rote Signale
halt an, wenn du anhalten musst. Mit dem pH, ich glaube, das ist das Schwierigste am Anfang, dass man weiß, okay, wo muss ich halten, wo nicht. Schade, dass du keinen Fahrplan mit dem Manöver drin hast. Ich meine, bei dem Triebwagen geht es ja noch recht leicht. Aber mit einer EU07 wird es dann schon komplizierter. Und am besten gehst du so einen Stellwerker rein, den du vielleicht kennst. Mich zum Beispiel. Die sind da nicht ganz so streng. Sieht aber echt schräg aus hier. So, K.O.-Meldung nicht gemacht. Mach mal jetzt. Und der hätte vermutlich gern die Ausfahrt. Ciao. Ich habe deine Ausfahrt überhaupt nicht vergessen. Also, was haben wir jetzt hier? 21.30, 3.50. Ja, ein bisschen lame. Ja, warten angesagt. Keiner kommt rein. Machen wir kurz aus und wieder an. Nur um mal sicher zu sein. Ciao, Kollege. Ja, hat jemand Lust einzusparen? Leute, dass der Übergang zum Dunkelwerden so ruppig ist. Das sieht man richtig gut, bis es immer dunkler wird. Welches Zappenduster hier? Wir müssen die Lichter hier angehen. Ich kann sie leider nicht manuell triggern. Aber es ist eh noch nicht komplett fertig gemacht, was sie da im Tag-Nacht-Zyklus gemacht haben. Also da müssen sie echt nochmal ran. Aber besser als gar nichts. Yeah, da sind die Lichter an. Es werde Licht. Hauptsache, du hast keinen Kegel hier unten. Und da vorne war wieder schon. Das meinte ich. Das ist noch nicht fertig. Ach, jetzt schon? Ah, je nachdem, wie ich reinschaue. Okay, alles klar. An, aus. An, aus. Er klingelt. Achso. Nur weil er weggefahren ist. Okay. Kann man so stehen bleiben? Ja, ich glaube, so ist ja ganz okay. Haben wir eine gute Übersicht auf beiden Seiten. Ich muss auch mal ein großes Lob aussprechen. Gerade einen ganzen Tag mit Kindern ist es sehr entspannt, dir zuzuschauen. Vielen lieben Dank. Das höre ich doch gerne. Schauen wir mal, was ist denn zugtechnisch so los? Drei Rangierlokomotiven, drei Expresszüge, dann unterschiedliche Post-B oder Ossobs. Oh, der Luviv. Den habe ich heute schon den ganzen Tag über gesehen. Mit ein paar Güterzügen. Und natürlich der Nero ist mit dem Güterzug unterwegs. Sehe ich natürlich nicht, was der macht. Stationen ist auch einiges los. Nur nicht über mich. Also doch nicht.
Wer von euch hat eigentlich das neue Add-on für den TS Classic sich angeschaut? Diese Boston-Albany-Strecke. Ich habe da gerade vor 2 Tagen das Testvideo dazu aufgenommen. Ich meine, ich finde es mega geil. Aber wenn es jemand von euch auch schon ausprobiert hat, gerne mal euer Feedback zu der Strecke. Vor allem zu den Wagen. Der Nero endet bei mir. Ah ja, stimmt ja. Steht ja da. Kannst übersehen. Aber da kommt voll spät. Das wäre jetzt so der Moment, wenn ich jetzt allein wäre, dass ich mir auf YouTube irgendein Video angucke. Das sind Druckenzeiten. Geh mal in die Bude rein. Das ist ein bisschen der Nachteil von der Bude hier. Wir haben hier kein Licht. Leider Gottes. Was wir aber haben, ist eine Taschenlampe mit F. Und können hier die Sachen ein bisschen erleuchten. Und das ist ein kleiner Fail, der mir gezeigt wurde. Schaut mal die Kästen an. 59, 60, 59, 60. Das gleiche auch da. Ja, gar nicht copy-paste. Ich frag mich aber, was das hier ist. Sind das Schlösser für Weichen? Wenn es jemand weiß, was das hier ist, kann ich gerne sagen. Aber da könnten schon so Weichenschlösser sein. Ja, jetzt ist dunkel. Ich sehe nichts mehr. Gehen wir da auf den Bahnsteig. Da ist es doch nicht ganz dunkel. So. So, Chat hat auch keiner. Vor 12 Minuten die letzte Entgleisung. Das ist doch teilweise interessant, wie viele Züge da eigentlich pro Tag entgleisen in TD2. Da müsste man eigentlich mal so eine Statistik führen. Auf Tagesbasis. Wie viele Leute ihren Zug verkackt haben. So, liebe Leute, ich werde euch mal für eine Minute ganz kurz verlassen. Und dann bin ich gleich wieder da. Macht's bitte keinen Blödsinn. Also maximal eine Minute. So, da bin ich wieder. Station brennt nicht, finde ich gut. Kann mich angeschrieben. Perfekt. So muss das sein. Hat eigentlich irgendjemand von euch News aus der Simrail-Ebene? Ob da mal demnächst mal was kommt, weil irgendwie content-technisch ist gerade irgendwie ruhig. Muss auch ganz ehrlich sagen, reizt mich auch gerade nicht so, Simrail zu zocken. Solange da jetzt gerade nichts Neues kommt. So schön wie es ist, aber auf Dauer ist einfach Simrail dezent monoton. Stand jetzt zumindest.
Züge, kommt rein. Kommt, ja, von NH kommt einer. Ich habe mir gerade überlegt, was Destic Batches. Ja, bis dann wieder nur so Geo-Sachen sind mit Pflanzen und so. Ist jetzt erstmal nicht spannend. Man, schön, dass sie es machen, aber jetzt zum Fahren jetzt nicht so. Ja. Ich freue mich schon auf den Tag, wo die beladenen Güterzüge kommen. Das wird ein Fest. Vor allem freue ich mich schon auf die ganzen Verspätungen, was sie dann haben werden. Wenn es jemand nicht gewohnt ist und da 3000 Tonnen hinten dran hat und fährt auf Rot hin. Ja, die werden sich mal richtig schön verbremsen. Passiert ja in TD2 auch schon genug. Dauert dann ein wenig, bis die Bremsen wieder gelöst sind. Da habe ich schon Respekt davor von den Leuten, die da mit Sperrgewichtszügen unterwegs sind. Ich meine, der Nero hier beispielsweise, der geht ja noch mit fast 2000 Tonnen. Aber ist auch da nicht ohne. Also wenn er da voll in die Eisen reingeht, braucht es einen Moment. Hat er aber geschrieben. Also das ist Zori. Nicht für mich. Oh. Ich denke, ich gedacht, jetzt auf dem Abend ist ein bisschen mehr los, also gerade das spawntechnisch. Oder es hat sich herumgesprochen, dass ich stream und dann kommt jetzt keiner mehr hier rein. Leute, spawnt rein hier! Machen wir den zweiten auf. Auch wenn es keinen großen Unterschied macht. Ist ja von das andere Gleis da unten. Wen von euch wird's denn mal reizen, wenn ich mal so ein ATS oder ETS Stream mache? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen für mich so fahren und wir haben auf Discord Server die eigene Spedition jetzt, der Lion Squad. Und da sind wir mit ein paar Leuten gerade schon am Fahren. Ab und zu mal ein Konvoi. Wäre das mal was für euch beim Streamen, wo ihr sagt, ja, das würde ich mir mal anschauen. Wenn wir da in ETS oder ATS unterwegs sind. Alle haben von Lüben Chaos Angst, ja, irgendwie schon. Ich kann nicht mehr Chaos machen, wenn keiner da ist. Oh, doch. Eine Sache wird mir tatsächlich einfallen, was wir machen könnten. Dazu muss ich aber die Spawns kurz ausmachen. Lass uns mal eine SZ-Party machen. Stell ich mir mal hier kurz so hin. Und dann schauen wir, dass wir die alle gleich zum Blinken bringen. So. Bereit. Komm, nimm an. Ah, ich muss jetzt alles anticken hier erstmal. Nummer 1. Nice. Komm, schneller, schneller, schneller. SZ. Sehr gut. Signal L. Nein, halt.
Komm, lass mich bestätigen. Nice. SZ-Body. Hat kein Offizieller gesehen. Gut, wir könnten ja die anderen Signale auch noch mit dazu nehmen. Komm, nimm an. Nein, nicht die Vorstraße. Für das SZ machen. Komm, bestätige. Yes, jetzt sind alle an. Überhaupt kein Chaos. Sieht schon cool aus. Vor allem auf dem Pult dann, wenn er hier alles rumblinkt. So, 18 nach. Wie schaut's aus mit den Zügen? 920. Der müsste jetzt bald mal klingeln hier. So, ihr dürft jetzt gerne wieder ausgehen. Boah, das wär's noch. Störung in SPE. Und dann bleibt SZ an. Lichtkegel. Immer wieder rein, wo es hell ist. So, hier so. So. Hätte echt gedacht, ich kriege ein bisschen mehr, aber eingestellt habe ich bis 23 Uhr, dass ich mache. So, 22 Uhr, 1 Uhr. Ja, was sind die spätesten? Schauen wir mal in. Master Witze geht bis unendlich, theoretisch. Zakopane. Was ist denn das für eine Station? Zakopane. 1 Uhr, 23 Uhr, 1 Uhr, Zerniki. Mitternacht 2, Besitzner und Sobibor. Die machen bald mal Schluss oder werden vermutlich kurz vor 20 Uhr mal wieder verlängern. Zübeck macht dann endlich. Da bitte die gleichen Kandidaten. Da klingelt jemand. Flashgo. Darfst du das? Ja, da darfst du. So, Flashgo fährt nach Tomislow. Anschluss NH. Das heißt, du fährst hier mal gerade rein. Muss jetzt mal artig sein. So, Text schon mal vorbereiten. Le. Ist bla. 3-4-4-5-1-0-0. Fragezeichen. Abfahrt 33 nach Plan. Okay. Wo ist der Typ? Ach, das ist der Biber. Ja, jetzt habe ich schon auf Englisch geschrieben. Das passt schon. Mein, Spielberg-Fans, sofern du noch da bist, vor was hast du am meisten Angst? Vor dem Multiplayer. Was macht die Anzeige? Lauft noch, sehr gut. Also es könnte langsam mal wieder Tag werden.
Ja, da sitzen wir mal wieder im Gleisen. Wer ist es denn? 56437. Kein Zug von mir. Sehr gut. Oh, ich glaube, ich habe da gerade einen Fehler in OBS. Mal ganz kurz schauen. Vorschau, bitte mal kurz zeigen. Nee, sieht gut aus. Das Gemeine ist, ich kann ja nicht mal raus und sagen, ich fahre. Weil wenn du dich für die späte Zeit committest und du kriegst einen späten Fahrplan, dann musst du auch bis dahin drin bleiben. In meinem Fall 20.46 Uhr. Ja, aber ich würde fast sagen, wenn jetzt nicht allzu viel los ist, dann machen wir vermutlich so bis um die 10 rum. Und nur zwei Züge in der Stunde ist jetzt irgendwie nicht sehr spannend, glaube ich, für euch. Und dann mache ich den Rest noch für mich solo. Und dann eventuell den allerletzten Stream in der alten Wohnung zumindest morgen Abend. Ich glaube, ich habe dann aber erstmal vorne. Oder ich nehme mal mein richtig großes Stellwerk. Wo wir da vielleicht dann Rangierer hätten und so. Wenn jetzt um die Uhrzeit. Na gut, wechseln kann ich eh nicht, aber es hat eh auch keinen Sinn gemacht. Da kriegt man sonst eh nichts mehr rein. Ja, heute ist wirklich mal ruhig. Ich meine, wenn ich jetzt so für mich bin, dann finde ich das eigentlich ziemlich angenehm, weil eben, da schaue ich halt nebenbei irgendwie Netflix, YouTube oder irgend sowas oder unterhalte mich mit euch auf Discord. Aber für den Stream ist halt einfach blöd. Weil das einfach Trockenphase. Wo halt nicht viel Action ist. Ich glaube nicht, dass ich da sehr viel Spaß habe, wenn ihr da ewig lang ein Stellwerk anguckt, wo nichts passiert. Ich meine, vor kurzem war ich hier drin, da bin ich fast einen halben Tag in der Station gewesen. Da habe ich über 60 Züge gehabt. Da ging es dann wieder ab. Aber heute nö. So, da ist aber das Ausfahrsignal schon drüber. Also es dauert nicht mehr lange, bis er da ist. Ich glaube, ich frage schon mal an, ob ich blocken kann. Anfrage ist draußen. Und da kam die Chatnachricht. Ja, ist frei. So, NH, Tomislow. JT. Und da ist er. Oh, Level 18. Oha. Jetzt kein Blödsinn machen. Oh, der kommt von der Seite. Mal schauen, was er fährt. Ich meine, klar, ich könnte jetzt im SWDR nachschauen, aber ich will es lieber sehen. Okay. Weiter geht. Ach, das wird ein Licht hier wieder blöd. Bleiben wir doch hier unten. Ich meine, auch wenn Yoshi jetzt aus Rangierlok reinkommt,
wirklich viel rangieren kann er hier nicht. Es steht ja auch nichts da. Ja, man hört ihn schon tröten. Zug Nummer 18 heute. Wer klingelt da? Achso, es war nur aufgelöst. Okay. So, da hinten ist er ja. Moin, Kollege. Und da wird's dunkel. Ja, das sind die Standard-Intercity-Wagen. Alter. Du bist aber kurz unterwegs, mein Junge. Hast du ein paar Wagen stehen lassen, oder was? Ja, gut. Bleibt erstmal stehen. Abfahrt 33. Ja, mal nach vorne. Und was mir gerade jetzt erst auffällt, der hat Spaß beim Bremsen. Aber ja, mit 18 wird er schon wissen, was er tut, ne? What is he? Also für alle, die es nicht wissen, ne? Man kann sich hier so eine Lok hinten ran machen. Aber die bremst nicht. Also alles ab der Lok da, der zweiten, bremst nicht mehr. In dem Falle, ja, kann er nur mit der Lokbremse arbeiten. Illegal. Fast illegal. Das sieht so falsch aus mit dem Licht. Aber ja. Soll ich dir die Ausfahrt schon mal geben? Machen wir erst die K.O.-Meldung. Aber ich gebe es ja schon mal. Und weh, du fährst früher weg. Elf, kein Zug von mir. Okay, wunderbar. So. Ausfahrt hat er. Oh, da ist ein Zug dazukommen. Ja, sag mal. Achterzwanzig, 55, 56. Jetzt kommt ja doch noch was. Train Sim TV Tom. Okay. Pilot Max Marcel 2012. Jetzt kommt's. Ich habe mich nur lang genug beschweren müssen. Ey, ich krieg Arbeit. Wenn jetzt alle noch pünktlich sind, dann wäre es perfekt. Wenn sie Verspätung haben, dann kann ich jetzt schwitzen. So, gehen wir rein in die Bude. Hat sich bei euch die Fahrplananzeige links unten eigentlich mit der Animation aktualisiert? Oder hängt die bei euch im Stream? Oder anders gefragt, hat es mal so flippen gesehen, wenn ein neuer Zug dazukommt oder weggeht? Also wenn ich es in der Vorschau so sehe, glaube ich, funktioniert die Animation.
Eine Minute noch. Dann Abfahrt. Oh, wer ist denn jetzt da? Error PL. Oh no. Scheiße, will der Express fahren? Was bist du? So, den Kollegen tun wir mal ganz kurz abstempeln. Ich sehe es halt nicht. Ach, das ist eine EP08 mit 4 Wagen. Mal wieder. Die EP08 und 6 Pharmax. Ja, ist klar. Oh, der will Express fahren. Was machen wir denn da? Machen wir da BD? Okay. Express. 140 darf der. Abfahrt in 10 Minuten. Der fährt nach WD. Abfahrt 43. Ja, das passt. Zerniki. Wir haben es jetzt. Nee, das, wir brauchen irgendwas. Schermin vielleicht. 13 Minuten. Ja, den kenne ich nicht. Gora, bis Mitternacht. Ja, komm, da fahren wir auch nochmal durch. Und dann Otsuoko. Achso, nein, Otsuoko macht nur 22 Uhr. Bis Zützner. Okay. Plus, plus. Musik. Musik, 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 Musik. Musik ist fertig. Neue Playlist. Machen wir schnell das Manöver hier. So, Junge. Manöver given. Ah, shit. Ich hab die Station wieder vergessen. Sorry. Brenn Blecke, wo bist du jetzt nochmal drin? Ich muss mir das aufschreiben. Sonst merke ich mir das nie. War nicht mit der Absicht. Das ist meine Verpeiltheit. Noah Thomas Lou. So, aufgeschrieben. So, der fährt jetzt mal nach hier rein. Stopp, mein Junge. Und über zur Plattform. So, was ist mein Notizzettel? So, warte mal. So. Geschrieben hat auch keiner. Perfekt. Man fährt da gerade das erstes weg. Junge, möchtest du Manöver starten? Das würde ich voll super finden. Hallo.
Ah, jetzt glaube ich hat er gerade Signalhorn genutzt. Ah, jetzt fährt er. Okay. Ist nicht ganz der schnellste. Ich sehe gerade mal so die Schlusslichter da. So, 18170. Kein Zug von mir. Okay, kann mir egal sein. Wie das gerade im Stream ausschaut. In den komplett schwarz in schwarz. So, Super Short Express. Herzlich willkommen in der Station. Wer ja nichts sagen, aber da fährst du schnell, ne? Anhalten wäre jetzt nicht schlecht. Super Musik im Hintergrund macht Lust mitzumachen. Oh, vielen lieben Dank für den Cheer. Das freut mich sehr. Wenn es Spaß macht und gute Laune, dann habe ich es richtig gemacht. Na, Kollege, einmal Lichter kontrollieren. Schaut alles gut aus. 4536, 44 Abfahrt. Das heißt, wir werden mal bei Zolli klingeln. Zolli RB. Und Zolli RB ist blockiert. Dann fangen wir an. Ist Zolli RB 4536, Fragezeichen. Ah, ist gerade Freibahn. Okay. Dann machen wir es nochmal. Sorry, RB. Und blockiert. Nice. So bis am liebsten. Dieses Lichtsystem. Sonst stelle ich mich halt mal hier hin. Nee, mag mich nicht. Dann halt so. Ja, was soll's. Immer Ausfahrt. Aber nicht früher wegfahren, mein Dude. Und da wurde es grün. Nächster Zug. 90550. Habe ich bei mir nicht. Kann mir auch egal sein. Ich feiere den Tag, wo die Züge die Fahrdienstleiter direkt anschreiben können und dass du nicht immer genervt wirst im globalen SPDR-Chat von Zügen, mit denen du überhaupt nichts zu tun hast. Keine Ahnung, beispielsweise wie so ein Carolo 535, dass du wie so ein Dropdown-Menü hast, du sagst, okay, das ist die nächste Station, mal ein bisschen offline und dann kannst du irgendwie direkt eine PM schreiben, also so, dass es irgendwie so in Blau erscheint, mit einem eigenen Ton. Aber halt nicht so im globalen Ding. Aber soll dann trotzdem noch irgendwie die Option gehen, dass du den ganzen SPDR nerven kannst? Keine Ahnung, wenn du irgendwie mal mehr Zeugen brauchst oder sowas. Oder einen Fahrdienstleiter aufwecken musst.
2 Minuten noch. So, kommt der eine jetzt rein oder nicht? Haber das untere, ne? Ja. Meine Freunde, ich wünsche euch einen schönen Abend. Muss ich schmeißen, muss um 5 raus. Ja, dann. Gute Nacht und morgen einen guten Start in den Tag. Schön warst du da. Hoffentlich sieht man sich wieder. Und M. Annie, schönen guten Abend. Eine Minute noch bis zum Liftoff. Nee, Abfahrt. Boah, der wird mich töten, wenn ich jetzt an seinem Zug da rumspiele. Kommt eigentlich von NH demnächst was? Ja, Tatsache, der 8140. Tun wir da mal vorsichtshalber schon mal drehen, weil ich sonst eh wieder vergesse. So, Kollege ist abgefahren. Einmal abstempeln. Und nicht mehr mein Problem. Zumindest bis er die Szenerie verlassen hat. Jetzt habe ich 2 Züge, die hier enden. Güterschalter Nummer 1. Und da zeigt... Hä, warum zeigst du da nichts an? Boah, siehst du da aus? Weil er vermutlich gerade im Offline ist oder so. Aber auf alle Fälle 2 Güterschleudern, die hier enden. Machen wir hier die Gleise wieder dicht. Aber wenn der am 53 kommt, dann mal, wer ist denn da in Ligota drin? Der Wiedenker, Level 20. Oh, das ist ein Pro. Der hat 5 Züge bei sich. Ja, dem ist bestimmt nicht langweilig. Das ist eh die Station mit den meisten Zügen. Als nächstes kommt Bellisho mit 4. Okay. Gruppenkuscheln da unten. Frag an, ich nehme dir gerne einen Zug ab von deinen 5. Und die ganzen Geheimnisse haben wir jetzt auch schon gelüftet. Beziehungsweise wir müssten mal auf Tag warten für die andere Seite, was wir dann auch so sehen können. Ich gehe mal davon aus, in 20 Minuten, halbe Stunde ist wieder Tag. Plus, minus. Da klingelt es. Das ist vermutlich von dem Typen, der gerade weggeht. Ah, er hat es ja gefacht. 8140. Dam, 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 dam. Ja, den möchte ich haben. Mr. Mozart. Mozart mit Sonnenbrille. Geil, der hat einfach schon... Jetzt hier ist Clashco, ist ein Express. Der täuscht den Kollegen. Bringen wir hier noch F hoch.
damit er auf der linken Seite gerade rauszischen kann. Und Gott sei Dank muss ich jetzt da bei WD nicht anfragen, nachdem es zweigleisig ist. Wollen wir mal hoffen, dass auch frei ist. Über 50, naja gut. Ein paar Minuten chillen noch. Also, es sieht jetzt komisch aus, wenn es Licht aus ist. Ist das bei allen so? Ja. Ist bei allen so. Ja, die schaut mich nicht an. Nee, doch nicht. Namen zuerst, Kritzler. Also, Kritze miteinander, sagt man in der Schweiz oder Servus. Abend geht alles. Die Beleuchtung ist einmal anders creepy, ja. Also, die ist zwar nett, die Nachtbeleuchtung, aber man darf nicht zu genau hinschauen. Am besten. Oh je, jetzt ist da ein Zug da. SM42, wo man hier den Rauch sieht, ne? Ist jetzt schon wieder Halloween? Ja, TD2 immer. Ach, da wird bestimmt so ein Awesome Boy. Er wird change number. So, der Express von Negota ist über der Ausfuhrsignal drüber. 5 Minuten nach LCS Clash Go. Ich glaube, den Dieselkollegen werde ich mal auf meinen Dieselanschluss runterschicken. Damit ich da auch mal was runtergeschickt habe. Also, das ist der Anschluss links unten. Was der Pfeil gerade zu mir schaut, also JTC. Soll ich Crash Crow jetzt schon blocken? Soll ich nicht? Ach, machen wir mal. Schauen, ob es frei ist. Auf K.O. So, dann hätten wir die Fahrstraße für den Express. Ach, weißt du was? Ich gebe dir das schon mal. Riskant, was ich da mache, weil da könnte sein, dass er bei mir ins Offline reinkommt. Also sprich, bei mir gar nicht auftaucht. Oder hier enden will. Normalerweise mache ich den letzten Schritt nur dann, wenn er effektiv bei mir ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sind immer noch 6 Ziffern. Ich möchte gerne noch die Analyse von dir, mein Junge. Also da bleibt er jetzt die ganze Zeit da stehen, bis ich die Analyse habe. Da ist er ja. Hello. Exit given. Was willst du jetzt da? Glukos, 139 Meter, Masse 124, Farmers 80. Zeta Vissi, neue. Irgendwas mit Schermin. Ich muss es mal kurz übersetzen.
Google Übersetzer. Übersetz mal bitte. Der sagt, Passage is best directed to Charmin. Wir werden nach Charmin fahren, okay. Ja, dann 1, 2, 3. Was ist das? Lutz Bobi, glaube ich, ne? Leerzug. Chat, korrigiert mich. 80. Na, Moment mal. Splaninok. 10. Und du fährst WDSM. Na, BYSM. Kann ich Charmin direkt machen? Ja, kann ich. Holy shit! Okay. 22:04 Abfahrt. Machen wir mal. So, K.O.-Meldung. Jetzt kommt Zobi Boa. Naja, fuck. Müssen wir das mal immer noch da hinten machen. Braucht es ja gar nicht. Der muss ja gar nicht an den Bahnsteig. So, der ist fertig. So, der, was jetzt da kommt, von Zobi Bo ist der Trainsim TV. Der muss nach Susek. Ist eine 3-4. Hallo, Englisch. 4-1-4-4. Abfahrt 8:50 nach Plan. Jetzt haben wir 56. Susek. Der will beenden. Was soll das? Sicher nicht. Susek KS ist frei. Geil, kann ich noch mal sperren, obwohl der noch gar nicht drüber ist. HLS auf NH. Gebe ich dir zumindest mal die Einfahrt, Kollege. Und Charmin MT fragen wir auch schon mal an. 3-4 Alt 7-4-1-5-0 Charmin
da bin ich denn los? Ja, geil, ist frei. Cool. Nee, nicht geil. Charmin MT habe ich gesagt. So. So, wenn er jetzt annimmt, dann soll sich der Pfeil drehen. In der Theorie. Nice. Aber ich lasse jetzt doch erstmal den Güterzug hier reinbrettern. Bevor ich den Dieselkollegen da wegschicke. Damit ich den nicht unnötig ausbremse. So, jetzt ist langsam wieder hell, dann sehen wir wieder was. Neues. Geil, 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 geil. Lauft. Keine Probleme auf der Station. Nur Fahrplan ist jetzt ein bisschen sehr dünn. Dann bleibt eigentlich nur noch Nero über. Da ist er. Train Sim TV Tom. Good evening. Wenn wir doppelt kontrollieren, der muss nach NH raus, der SM, ja, alles richtig. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Was wäre so fies, die Lichter hinten auszumachen. Eigentlich, ich habe da eine Idee. Wir können jetzt nämlich das ganze Weichengedöns da vorne mal anschauen, wenn der da gleich drüber fährt. Da ist er, die Güterschleuder. Stellen wir es mal hier hin. So direkt auf die Straße. Das passt schon. Mein Kollege. Und tschüss, Kollege. So, können wir den mal kurz abstempeln. K.O.-Meldung noch nicht vergessen. Mensch, du bist aber lange. So, der Bereich ist frei. Ja, zuerst K.O.-Meldung. Und dann fährt der Kollege hier weg. Na? Schon wieder Otto. Hä? Was? Was mit der Toko von mir? Ach, ein Yoshi.
Yes, er fährt. Abfahrtsmeldung. Eine Minute zu früh. So, plus, plus. Und dann müsste da unten gerade nochmal eins nach links. Auf die Dieselstrecke. Ist ein bisschen unschön für ihn, weil dann auf einmal die Oberleitung auftaucht. Aber jetzt konnte ich wenigstens da mal was auf die Dieselstrecke runterschicken. Gut. Ach, weißt du was, ich bleib hier stehen. Ist eigentlich ein netter Spot hier. So, der Yoshi, der da kommt, der fährt nach BY. Alter, was? Oh, halt. Moment mal. Jetzt sehe ich es erst. Halt. Zurücknehmen. Nein! Also, wir konnten es nochmal direkt zurücknehmen. Mann! Fuck, das wollte ich jetzt nicht. Ach, Mann. Scheiße, wie ging das nochmal? Oh, bitte löse dich auf, bis Yoshi da ist. Das wollte ich jetzt so überhaupt nicht. Nee, komm. Geh weg. Ah, so ein Shit. Ist, wie es ist. Anouk, vielen lieben Dank für den Sub. Ja, yeah, Yoshi, alles gut. Du fährst nur auf dem Gleis ein, wo ich dich eigentlich nicht haben will. manuell lesen. Alter. Ja, dann fahren wir mal Schamin, ob wir den mal vor der Zeit schicken können. Komm, war das so? Ja. Nice. BY frei. Ja. Frei. Entschuldigung. Der Nero annehmen und den Nero schicken wir nach da oben. Dann haben wir da unsere zwei Güterzüge. Jetzt muss Yoshi sowieso warten, weil BY gesperrt ist. Das passt aber. So, unsere Bude. Sehen wir da hinten dann gleich das Spektakel, wie der Güterzug hier reinfährt. Okay, Entschuldigung, notvolle Auflösung, also dann beim letzten Signal dann. Good to know, wieder was gelernt. Letzten Züge des Tages.
Fürs Erste. Viel zu viele Pflanzen. Bei mir würden nur Kunstpflanzen hinkommen, beziehungsweise keine. Ja, Kunstpflanzen sind eine gute Idee. Und wenn dann echte Pflanzen, dann irgendwie mit so einem automatischen Bewässerungssystem. Wo du, keine Ahnung, irgendwie nur so alle 3 Wochen oder so raufschauen musst. Wobei, so wie ich mich kenne, verpeile ich auch das dann. Und dann sterbe ich auch mit dem. Aber ich habe mir mal ganz ernsthaft mal überlegt, ob ich mal nicht so ein Mikro... Ach, wie nennt sich das da? Diese super Mini-Gewächshäuser mal hole für die Küche. Oder Tomaten und so und Erdbeeren, habe ich tot, züchten kannst, wo dann ein spezielles Licht oben drin ist. Das sind so ein Pots drin. Schaut irgendwie geil aus. Aber eben, ich glaube nicht, dass das bei mir überlebt. Aber cool wär's. Sieht schon cool aus, wenn es in der, der Küche drin steht. Ja, da ist er ja. Güterschleuder Nummer 1. Bei der Einfahrt. Wie schwer ist er denn? 2625 Tonnen. Ja, einmal auf 0 runter hier am Bahnhof. Zeig mal, ob die Bremsen funktionieren. Hatte mehr als 2000, musste aber kürzen. Wollt ihr jetzt keinen Fahrplan machen über mich mit über 3000? Zu lang für Ozwoku. Ah, da hört man ihn schon. Müsste jeden Moment von der Kurve da unten auftauchen. Und dann fahren wir auch noch zu schnell. Skaga. Boah, nee, Radius Stop wäre jetzt mega fies. Das stimmt, da steht dann nicht beide. Da schade ich mir nur selber. Wobei, sind jetzt eh nur noch die 2 Züge. Na, mach mal nicht. Das ist voll gemein mit so einem Güterzug. Ja, guten Tag erstmal. Hey, K.O. kann ich noch nicht machen. Also ich würde es voll super finden, wenn sie da vielleicht nur 1-2 Meter mehr ins Gleis reinfahren. Nee, 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 das hat er schon selber gemacht. So, andere Seite. Oh, lauf schneller. Da ist Nero, die nächste Güterschleuder. Oh, sad face. Ja, also 50-50 Chance, dass Nero ihn gleist. Aber er müsste es wissen. Geh weg, du Leichtgewicht.
So, kann ich jetzt K.O. machen? Ja, ich kann K.O. machen. Nice. Ja, verdammt. Nero ist schon in der Safe Zone. Aber dennoch zu schnell. So, tut man Nero schon mal abstempeln. Vorrei, mein Jung. Das war da zu langsam. Haben wir uns da etwa verbremst? Da haben wir uns verbremst. Ja, also wenn du mit Gewicht fährst, dann musst du damit auch umgehen können. Schande über dich. Sieht halt mega sexy aus, wenn ihr dann wirklich schön mit 40 da in die Kurve reinfahren. So. Jetzt auf da, sonst mache ich wirklich noch Radio Stop. Shermin MT. Can I send you 651612 ahead of time? Wir haben mich tot. Muss es Shermin anfragen? Anfrage ist raus. Mal schauen. Nero, fahr mal ein bisschen schneller. Bin ich am Laufen noch schneller? In 5 Minuten ist frei. Okay, 5 Minuten steht er noch da. Ich bin wirklich schneller beim Laufen. Erstmal nicht Konzert. Aber natürlich ein Daumen nach oben. Klingelt. Achso, Tom ist low. Okay. Seine Lampen sind kaputt beim Yoshi. Ich glaube, die lockt man in die Werkstatt. Ja, das war schon sehr komisch. Oh, warte mal. Screenshot-Time. Mach mal Screenshots. Nice. Auch mal so, Screenshot. Okay. Dann habe ich wieder meine Thumbnails drin. So sieht es auch ganz gut aus. Mal gucken. So, Nero, ein bisschen muss noch, ne? Willst du eigentlich nochmal fahren, Nero, oder bleibst du hier? Nero, du stehst hier noch auf den Weichen. Ich würde so gern mitfahren. Ja, so ein, zwei Wagenlängen wären es dann noch. MT3, geil. Aber Yoshi kann eh nicht weg, weil es blockiert ist. Aber sperren kann ich schon mal. K.O. Was ist MT3? Fast.
Okay, der muss schnell weg. Okay, Termin MT. BY. Termin MT. Jero, gib Gas. Yoshi muss eine Expressabfahrt machen. Ah, immer diese Gütezüge. Voll am Rumschleichen. Ja, es ist frei. Okay. Und Schuss. Ja, perfekt. So, Yoshi abstempeln, Abfahrt. Jetzt. Viel Spaß. Ja, nice. 26 Minuten Verfrühung. So muss das sein. Anstatt der Verspätung. Dann ist meine Schicht erstmal für heute vorbei. Außer der Nero will weiterfahren. Fast. Was? Farmax 40 und dann E70. F7? Nein, nix da. Machst du nicht. Nee, aber Nero, ernsthaft. Möchtest du weiterfahren oder hier enden? Beziehungsweise, Nero, hörst du den Stream überhaupt an? Oder so. Wollte mich auch gerade schreiben. Willst du hier enden? Ja, dann. Ja, den raus mit dir. Ja, ich bin dann gleich noch in Discord. Vielen lieben Dank für den Follow. Oh, und vielen lieben Dank für den Sub mit Twitch Prime. Da freut sich der Lion Squad. Glaub dem nix, der lügt mich zuckt. So, Nero. Weg hier. Wenn du schon keinen Fahrplan haben willst, möchte die freie Gleise haben. ETCS-Gütezug, ja genau. Ja gut, liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle belassen wir es erstmal beim Stream. Also bis 23 Uhr hätte ich eingestellt gehabt, Fahrplan ist fertig, also alles abgearbeitet. Das waren jetzt die letzten Züge hier. Hat Spaß gemacht, wäre irgendwie schön gewesen, wenn ein bisschen mehr los gewesen wäre. Aber an der Stelle auch mal danke an Yoshi und Nero, dass ihr da immer wieder mal vorbeigeschaut habt. Seid super, ihr zwei. Und natürlich, danke an den ganzen Discord und an die FDLs, die das so im Versteckten gerade mitgemacht haben. Danke, danke. Und dann eventuell sehen wir uns dann morgen Abend wieder. Da weiß ich noch nicht, ob ich FDLen werde oder fahren oder überhaupt streamen. Mal gucken. Entscheide ich es recht kurzfristig. Aber wenn, dann wird es um die 8 sein, weil am Nachmittag habe ich die Wohnungsübergabe. 18 Uhr holt noch jemand was ab und dann kann es eigentlich bei mir losgehen. Also mal gucken. Ich schreib's dann wieder. Bis dahin. Schön, dass ihr da gewesen seid. Weiterhin eine gute Fahrt. Bleibt's gesund. Bis bald.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.